Das Olma-Projekt, wenn man es jetzt so hört, denkt man nur an die Autobahnüberdeckung. Für die Stadt St. Gallen hat es aber mehrere andere Geschäfte. Es hat zum einen die Zonenplanänderung, die wir schon eingeleitet haben. Was bis jetzt, also eine Einsprache hat es gehabt, aber auf die haben wir gar nicht eingehen können, weil da keine Berechtigung war. Somit ist die jetzt vom Stadtrat schon teuer. Wir haben dann auch noch Liegenschaftengeschäfte. Das heisst, wir werden Liegenschaften von der Olma abkaufen und Liegenschaften werden wir abbrechen, die von uns gehören, wo wir dann der Olma im Baurecht werden geben. Und dann das ganze Baurecht. Wir werden auf der ganzen Boden einen neuen Baurechtsvertrag aushandeln. Also haben wir schon ausgehandelt. Und wenn man jetzt den alten Baurechtsvertrag beachtet, der bis 2062 gültig wäre, gilt es dort zu sagen, dass dort ein unentgeltliches Baurechtszins war. Wir haben jetzt aber entschieden, für die neuen Gebäude möchten wir sicher nicht, dass das wieder unentgeltlich ist. Der aktuell normale Baurechtszins wäre bei 2%. Wenn wir jetzt den unentgeltlichen Baurecht, der bis 2062 mit berücksichtigt, haben wir uns so können einigen auf 0,5%. Somit kann man das Ganze gleich als ganzes Geschäft anschauen und das neue Bauvertrag machen. Also ein Olma-Projekt, so ein Projekt von einer grossen Bedeutung, das hat sehr einen grossen volkswirtschaftlichen Nutzen. Wir wissen, dass etwa der Umsatz von einer, so einer Messe in der Region etwa 5- bis 8-fache gibt. Wir rechnen etwa 150 bis 250 Millionen volkswirtschaftlichen Nutzen von so Messen. Ja, wir haben 2013 angefangen, über die Idee nachzustudieren, von dieser Autobahnüberdeckung mit einer grossen neuen Halle. Die ersten Schritte waren sicher gewesen, mit dem Bundesamt für Strassen, mit dem ASTRA, zu schauen, ist das überhaupt möglich. Da haben wir heute definitive Antworten. Wir wissen, dass das geht, wir wissen, was es kostet. Der nächste Schritt ist die Finanzierung. Da sind wir jetzt dran, auch mit den Beiträgen von Stadt und Kanton. Wir sind natürlich auch mit den Banken im Gespräch. Anschliessend ein Wettbewerb für den Hochbau. Ja, wir brauchen dann ein Bauprojekt irgendwann und das wollen wir super machen mit einem Wettbewerb, damit wir etwas Gutes überkommen. Dann Bewilligungen, Autobahnüberdeckung realisieren und schließlich am Schluss dann noch den Bau der Halle selber, also den Hochbau und die ganze Umgebung.